Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Roman, dein Physio, und heute stabilisieren wir unsere Halswirbelsäule mit Hilfe der Augen und mit Hilfe der Uhr. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere kostenlos meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und jetzt geht's los, würde ich sagen. Das Video, was wir heute gemacht haben, ist eine Fortsetzung von dem anderen, was wir schon mal gedreht haben, und das ist da oben zu sehen oder unten in der Infobox. Dort erkläre ich auch noch mal etwas genauer und noch mal ein paar andere Sachen zum Thema Augenbewegung und HWS-Stabilität. Heute ist es aber so, um das ganze Video nicht allzu lang zu machen, zeige ich direkt die Übung und erkläre nur ein kleines bisschen was. Und das fällt mir immer schwer, nur ein bisschen zu reden, aber heute machen wir sogenannte Sakkaden. Sakkaden sind Sprünge der Augen zu einem Punkt. Du musst dir also vorstellen, das ist jetzt mal mein Richtwert, dieser Stift hier. Und meine Augenbewegung geht jetzt zum Stift und wieder zur Mitte. Zum Stift und zur Mitte. Mir fällt es sogar schwer, weil ich muss hier meine Kamera fokussieren und finde oder weiß nicht ganz genau, wo denn dieser Kamerapunkt ist. Deswegen springen auch meine Augen etwas hin und her. Oder hier oben. Du kannst ja mal beurteilen, wie ich das gerade gemacht habe. Jetzt brauchen wir quasi unsere Uhr. Denn unsere Uhr ist ein perfektes Trainingstool, um das zu machen. Durch die Anordnung der Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter haben wir einmal so ziemlich jeden Sichtfeldbereich abgedeckt. Und vielleicht fällt dir ja dann sogar auf, dass das Sichtfeld ein bisschen schlechter geht als das andere. Wichtig ist bei den Übungen, dass du keinen Schwindel hast, dass dir nicht übel wird, dass du keine zusätzliche Verspannung hast oder Schmerzen, denn das ist ein sehr belastendes Training für das zentrale Nervensystem. Und es gilt, lieber weniger als zu viel, also mit 5 Minuten anfangen, dann bist du schon gut dabei. 2, 3 Minuten reicht auch völlig aus. Wie kannst du das jetzt machen mit der Uhr? Also entweder du nimmst dir diese Post-its hier und schreibst so Zahlen drauf, wie ich jetzt zum Beispiel diese 1 hier drauf geschrieben habe, und dann klebst du das vor dir an die Wand. In die Mitte der Uhr machst du dann noch ein großes X. Das ist dein Richtwert und das X muss auf Höhe deiner Augen hängen. Wenn du die Übung ausführst, dann stehst du hüftbreit und aufrecht und nimmst jetzt immer eine Zahl als Referenz. Du startest in der Mitte mit dem X, auf das du dich fokussierst. Das X ist jetzt sozusagen mein Kamerapunkt dort. Und dann beginnst du und schaust auf die 1 und zurück. Auf die 1 und zurück. Auf die 1 und zurück. 1 und zurück. Jetzt merke ich, meine Augen haben gerade schon so ein bisschen gespannt. Jetzt schaue ich mir mal die 2 an. Locker mich. Checke wieder meine Ausgangsstellung und dann gucke ich auf die 2 und gehe zurück. Die 2 und gehe zurück. 2 und zurück. 2 und zurück. Okay, 5 Mal reicht bei mir schon, weil ich merke wirklich, meine Augen sind ein bisschen angestrengt. Und jetzt mache ich eine kleine Pause von ein paar Sekunden, richte mich wieder aus und nehme das nächste Sichtfeld. Sagen wir mal zum Beispiel, ich nehme jetzt hier unten die 6. Die ungefähr hier ist. Und jetzt geht es wieder los. Aufrechte Haltung. Schaue auf die 6, schaue zurück. Auf die 6, zurück. 6, zurück. 6, zurück. 6, zurück. Okay, das ging besser bei mir. Anscheinend habe ich beim nach unten gucken schon ein bisschen besseres, trainiertes zentrales Nervensystem oder Augenfeld. Dieses Training kannst du für die gesamte Uhr wiederholen. Oder nach und nach dann auch die Klebezettel entfernen, wo du merkst, okay, diese Sichtfelder, die kann ich gut, die beherrsche ich, die muss ich nicht trainieren. Dann nimmst du die Klebefelder weg und trainierst nur das, was dir schwerfällt. Steigern kannst du das Ganze, indem du dann schmaler stehst, also die Füße eng zusammen hast oder nur auf einem Bein stehst oder sogar diese Sakkaden schneller machst. Also wirklich rechts, links, rechts, links, rechts, links. Merke dir, es ist Stress für dein System. Und du solltest langsam starten. Das Ganze kann zu weniger Schwindel führen. Es kann zu einer stabileren, hochzervikalen Wirbelsäule führen, also zwischen Atlas und Axis zum Beispiel. Es kann zu einer besseren Hand-Auge-Koordination führen oder natürlich auch zu weniger Kopfschmerzen, weniger Migräne, zu besserem Sehen oder leider auch nichts davon. Man muss es probieren. Es ist eine Option von vielen.
Wenn du Fragen dazu hast, gerne rein in die Kommentare. Ich bin da für dich. Oder Rücksprache halten mit dem Arzt, mit dem Therapeuten und gemeinsam an deinem Ziel arbeiten. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gerne einen Like da, wenn ja. Und abonniere meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bin Roman, dein Physio. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.